Hallo Welt, hier ist Ormus MagicBlocks.de mit dem neuen Deck der Woche. Nummer 19 haben wir inzwischen. Heute wird es ein Highlander-Deck, Atraxa Control, das heißt vier Farben außer Rot. Und es ist nicht mein Deck und ich habe auch nicht so viel Ahnung davon, deswegen gebe ich einfach weiter an Sebastian, weil dessen Deck ist es und der erzählt euch das Deck-Tag. Hallo zusammen. Ja, alles außer Rot, da musst Ormus mich holen, das war klar. Und ich versuche euch die Grundidee von dem Deck vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Es ist so ein klassisches Good Stuff Control Highlander Deck. Wir beginnen einfach mal mit den zwei Mana Birds, die wir am Anfang hier haben. Deathrite Shaman, weil er ja später nützlich ist, und die Birds, weil sie einfach unglaublich gut fixen. Dann haben wir noch so ein paar Spells dabei, die uns helfen, Landdrops am Anfang zu bekommen und unseren Graveyard so ein bisschen vollschaufeln. Ihr seht, wird nachher sehen, es ist so ein kleines Graveyard-Thema mit in dem Deck dabei. Mit der Vergangenheit hadern, das mildert uns drei und wir können Land zurücknehmen. Travers der Ulvenwald kennt man ja aus dem Standard. Wenn wir Delirium haben, können wir irgendein Land suchen oder eine Kreatur, und am Anfang kann es eben ein Basic-Land zum Fixing suchen. Sehr coole Karte aus dem ja erst neulichen Sets. Chrisley Salvage von früher noch dabei, die Top 5 revealen und wir können im Early Game ein Land holen davon und im Late Game eben eine Kreatur, falls wir einfach noch ein bisschen Futter brauchen. Und Sartyr Pfadfinder, den wer früher Standard gespielt hat zu Kahns Zeiten, da war der ja der Allstar in allen Graveyard Decks, der sucht eben auch die obersten vier Karten nach einem Land und der Rest kommt in Friedhof. Und dementsprechend haben wir auch die dazu passenden Beater hier im Deck. Das heißt, unsere Anfangsbeater sind ein Tower Goyf, ein Tireless Tracker, der uns eben auch Karten zieht, Grimflayer, der die Draws fixt und ja, relativ schnell wächst und auch den Graveyard voll macht. Ein Image, um einfach ja, gute Kreaturen und Utility-Kreaturen wie eben unseren Tracker oder auch was der Gegner so hat, zu kopieren. Dann haben wir die neue Hotness, der im Commander gebannt werden musste, weil er so anscheinend so gut ist. Leovold, der ist eben sehr, sehr guter Drop in den Anfangsturns, um eben gerade im Highlander, wo man nicht so viele Lebenspunkte hat und wo es wichtig ist, schnell Antworten zu finden, Kartenvorteil zu machen und unsere Opponents daran zu hindern, irgendwie mehr Karten zu ziehen. Dann habe ich Kambal drin und der hat sich als extrem gut bewiesen. Wir spielen eigentlich fast immer Multiplayer und eigentlich ist es so, dass der jedes Spiel bis zu 20, 30 Schaden macht und genauso viel Leben, weil niemand ein Removal-Spell drauf anwenden will, lässt man sich lieber drei, vier Mal trainen und es kommt ja nur mir zugute, deswegen bleibt er auf jeden Fall drin. Dann haben wir Tassigur. Ihr seht ja, wir haben jede Menge Mill hier und es kommt noch ein bisschen mehr, das heißt, sehr gute Karte, um früh zu spielen. Kalitas als Lifelinker und auch um Graveyard-Strategien ein bisschen abzustellen. Dann haben wir als 4-Drop noch einen Gonti. Einfach um auch wieder Value zu generieren, das ist auch ein 2-for-1. Wie der nächste Dragon Lord. Der stiehlt meistens Nicol Bolas Planeswalker, um ehrlich zu sein, und Ultimate D. Oder irgendwelche anderen. Also meistens Planeswalker, um die einfach dann zu entsorgen. Das ist sehr, sehr stark im Highlander. Ein Blutbaron in unlesbarer Sprache, der fliegt, der hat Schutz vor Schwarz und vor Weiß und er hat Lifelink. Die meisten Decks haben echt Probleme, den abzustellen. Wenn er mal überlegt, was so Removal-technisch gespielt wird, ist der eher schwierig zu handeln. Und dann sehr, sehr guter Finisher und stabilisiert einfach oft auch das Board gegen viele Decks. Dann haben wir noch mehr Utility. Meeren ist drin, auch eine relativ neue Commander-Karte, die holt. Vielleicht kann man das hier lesen. Wir kriegen Erfahrungsmarken und ziehen zumindest jede Runde eine Kreatur aus dem Friedhof, beziehungsweise bringen die direkt ins Spiel. Dann haben wir noch einen Drachenlord drin zurzeit, ein Finisher, der auch Kartenvorteil macht. Und dann der große Kreaturenfinisher, der Karten zieht, ist die Consecrated Sphinx hier in diesem coolen neuen Artwork. Mir gefallen die, weiß nicht, wie der Ormus dazu steht. Ich glaube eher nicht so, weil sie kein Mensch lesen kann, aber mir gefallen die Invocations ganz gut. Deswegen seht ihr hier auch in dem Deck noch ein paar. Kefnet ist gerade etwas, das ich teste. Im Highlander, vor allem in diesem Deck hier, dem Control Deck, habe ich meistens unendlich Karten in der Hand. Deswegen ist der eigentlich immer aktiv und eine relativ starke Clock, Turn 3.
Und dann habe ich mein neuestes Alter drin. Das ist eine Atraxa. Wer sie nicht erkennt, den Phyrexianisch. Die fliegt, hat Lifelink, Death Touch, Vigilance und proliferiert am Ende des Zuges. Wir haben auch einige Planeswalker entdeckt, da werdet ihr sehen, dass das nicht so unrelevant ist. Und eben der Hauptfinisher, den wir auch mit Travers dann irgendwann am Schluss ziehen können, ist Emrakul. Die beendet eigentlich immer das Spiel, von dem her ist das ein sehr, sehr guter Finisher. Dann haben wir noch so ein paar mehr Utility Creatures, einfach um unseren Graveyard noch ein bisschen zu nutzen. Das ist ein Chase. Wir haben dann eine Vendilion-Clique für ein bisschen Disruption, ein Snapcaster-Mage natürlich und eine Witness. Und wir haben noch einen Solemn drin, im vierfarbigen Deck ist der der Wahnsinn, der fixt, rampt und zieht eine Karte. Wie man vielen dieser Kreaturen sieht, die haben alle Stärke 2 oder weniger. Man kann das auch an dem vorigen Stapel mit Gonti und so weiter sehen, da kommt noch eine Karte, warum das relevant wird. Naja, da ist sie genau, wir spielen Revelark, eine Weglarche auf Deutsch, ne? Habe ich auch selten gelesen. Die bringt eben zwei Power 2 oder weniger Kreaturenkarten aus unserem Friedhof zurück, wenn sie stirbt. Und wir können sie herbeirufen, das heißt, sie stirbt direkt. Und da die zwei Targets, die meistens zurückgeholt werden sollen, die eigentlich das Spiel relativ zügig beenden, sind Rashmi und der Prophet des Grufix. Die zwei sind ja auch, zumindest der Prophet ist im Commander gebannt, bei Rashmi. Kann das schon auch irgendwo sein? Sheldon hat ja so eine Abneigung gegen Simic-Karten, von dem her würde es mich nicht wundern. Und im Highlander ist eben auch der ewige Albtraum legal, deswegen spiele ich den auch. Die Karte ist völlig, völlig übertrieben. Wir opfern irgendwas, das wir nicht brauchen, und bekommen eine Kreatur zurück. Alle Enter-the-Battlefield-Effekte werden dadurch ja, nochmal genutzt. In dem Deck eine sehr, sehr starke Karte. Dann haben wir noch ein Crucible, einfach um Länder zurückzuholen, Crop Rotation, um Utility Lands zu finden. Und dann fängt hier quasi so ein bisschen der Card Draw an. Wir spielen eine Visions, wir spielen einen Foil Ponder, danke an die. Wir spielen ein Dig Through Time, ein Baleful Strix zum Suchen, ein Demonic Tutor, um ebenfalls spezielle Finisher zu finden oder spezielle Antworten. Muldrifter, sehr schön auch immer wieder zu holen, mit Revelark oder mit dem Recurring Nightmare ist das eine sehr, sehr gute Karte. Spreadain dazu. Und dann kommt so unser Planeswalker-Haufen, der unsere Atraxa unterstützt. Das ist eine Lily of the Vale. Ashiok. Ein Mindsculptor natürlich. Einfach Kartenvorteil. Die neue Lily, die reanimiert Mild und Boardwipe. Die macht also alles, was unser Deck will. Elspeth Suns Champion ist sehr, sehr gut, um gegen Boden, also gegen kleine Decks den Boden zuzumachen, und gegen so Ramp-Decks, die Salt gerne mal spielt, es ist einfach ein Board-Wipe auf einem Planeswalker, der bleibt sehr, sehr stark. Und Tamiyo ist so ein Target, das man hochproliferieren will. Die startet mit 4 und das Ultimate ab 7 geht dann relativ zügig, und sobald das mal draußen ist und man quasi ein Emblem mit Omniscience auf dem Board hat, gewinnt man dann auf Dauer schon das Spiel. Dann haben wir noch drei Board Wipes drin. Ein Deed gegen Permanence, Toxic Deluge, um mit Indestructible Sachen zurechtzukommen. Damnation, der Klassiker in Schwarz. Und wir haben noch einen Cyclonic Rift als Sweeper, Pseudo-Sweeper drin, der unglaublich viel Tempo macht. Dann kommt hier die Removal-Seite. Das sind relativ viele. Wir sind ein Control-Deck. Ich spiele die wohl zwei der Confluences. Ich zeige die vielleicht zusammen. Die schwarze Confluence, die zieht Karten, bringt Kreaturen aus dem Friedhof zurück und macht eben minus 2, minus 2. Die mystische Confluence, die macht Mana Leak, zieht Karten und bounce, die ist völlig broken. Das hier ist ein Cryptic Command. Wie gesagt, ich stehe auf diese neuen Invocations, deswegen musste das natürlich auch in der sein. Wir spielen Counterspell, wir spielen eine Force. Und das war es eigentlich an Counterspells, der Rest ist noch Removal. Schmerzerfüllte Auslöschung, sehr, sehr gut, weil es exiled. Die schwarze Path ist bekannt, dann ein Vindicate, weil wir eben in Weiß sind, nutzt man das. Dann spiele ich noch einen schwarzen Gearhulk, der ist sehr gut, auch weil er Leben gibt, was im Highlander mit nur 20 Life sehr, sehr relevant ist. Wir spielen einen Maelstrom Pulse und einen Sultai Charm, eben weil er auch Artefakte und Enchantments trifft, die ja mit auch die nervigsten Permanents sind. Und dann kommt eigentlich nur noch die Mana-Basis.
Wir spielen die Fetchländer in den Farben. Da dürfte nichts Außergewöhnliches sein. Die Schockländer, die meisten dazu. Ich habe auf den Temple Garden verzichtet und sowas, denn Weiß ist eigentlich nur ein ganz leichter Splash, deswegen nur ein Hollowed Fountain. Dann haben wir die Duels mit einem Scrubland, einer Tundra, Bayou, einem UC und Tropical. Das ist das, was man eigentlich immer fetcht, deswegen, ja, gerade im Highlander sind die eben sehr, sehr wichtig, weil man nur 20 Leben hat. Ich teste gerade die neuen Cycle-Länder, bis jetzt sind die ganz, ganz cool eigentlich. Vielleicht wird es Sinn machen, sogar Life from the Loam irgendwie in dieses Deck wieder zu packen. Dann haben wir noch Utility Lands, das ist das Boyuka Bock, eine Maze, um dicke Tiere zurückzudrehen. Ein Reliquary Tower, um unsere Hand nicht zu discarden. Die Felsenburg, um Kreaturenkarten zu recyceln aus unserem Friedhof, sehr, sehr cool. Wasteland, um problematische Länder abzustellen. Und dann haben wir noch so vier Mainlands sind es, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, die werden unterschiedlichste Dinge, von Death Touch über Lifelink, einfach um unsere Mana-Basis auch so ein bisschen Late Game zu geben. Dann haben wir hier noch diese Fastlands, nochmal ein Fixer und der Rest sind Basics. Ein paar Basics sollten wir immer spielen. Mir wäre es lieber, wenn es ein paar mehr sind. Gerade sind die Cycle-Länder eben drin gewesen. Und ja, wenn die wieder rauskommen, waren es ein paar mehr Basics, weil dies kann man gerade gegen Ormus und seine Blood Moon Decks ganz gut gebrauchen. Ja, dann vielen Dank, Sebbe. Anderes Gerne. Deck mal, als ihr üblicherweise von mir seht. Insofern unter das Video bitte mit den Kommentaren. Ihr könnt dem Sebbe sagen, dass die Invocations nicht so gut ausschauen. Ihr könnt ihm auch Vorschläge machen, wie er sein Deck verbessern kann. Zuhören tut er sicher und antworten gerne auch. Also dann, bis bald. Ciao.